Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Baut VW ein Elektroauto für unter 20.000 Euro? Die elektrischen LKWs kommen früher als gedacht und Smart will die Produktion steil hochfahren. Diese und viele andere Nachrichten kommen gleich. Auf geht's zu den E-Auto-News. Der Fahrdienst Rockwin hat 10 Jaguar I-Pace für seine Flotte in Berlin in Betrieb genommen. Ich habe euch den Artikel hier rausgesucht, weil ich das ganz interessant finde. Es gibt ja schon in München ein Taxiunternehmen, was mit I-Pace unterwegs ist und wo ich vor kurzem auch schon ersten Erfahrungsbericht von diesem Unternehmen übermittelt habe. Was ich gut finde bei Fahrdiensten, Carsharing, Taxen, was auch immer, ist, dass dadurch Menschen mit Elektroautos in Berührung kommen, die bisher vielleicht noch gar kein Elektroauto gefahren sind, auch gar nicht daran gedacht haben. Insofern finde ich das gut, dass jetzt hier in Berlin 10 Autos, elektrische Autos unterwegs sind. Und ja, der Jaguar I-Pace kann, denke ich mal, dafür durchaus interessant sein. Hinten ist der Platz okay für mich. Als überdurchschnittlich großen natürlich immer ein bisschen beengt, aber er war auf jeden Fall größer als bei meinem Model S. Und wenn man den Beifahrersitz nach vorne fährt oder eben halt als Fahrgast auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, hat man auch wirklich viel Platz. Man kann hoch einsteigen, also man kommt gut rein und raus, was ja auch für einen Fahrdienst wichtig ist. Und er ist auch noch wendig genug, um im Großstadtverkehr vernünftig bewegt zu werden. Also wieder 10 weitere I-Pace auf der Straße. Ja, für alle, die ein Tesla Model S haben oder sich vorstellen können, eins zu kaufen oder ein Model X haben, ein Model 3 haben werden, hier gibt es jetzt einen Tuner, der sich ausschließlich auf Tesla spezialisiert hat, nämlich Unplugged Performance. Ich habe euch mal die Seite hier rausgesucht, da könnt ihr mal ein bisschen rumspielen mit dem Angebot, was dieser Tuner anbietet und euch anschauen, was man aus seinem zum Beispiel Model S machen kann. Bisher ist ja Ford in Sachen Elektromobilität nicht vorangeritten. Vor kurzem hatten wir darüber gesprochen, dass Ford und VW eine Zusammenarbeit auf welcher Ebene auch immer diskutieren, sondieren. Und jetzt hat Steve Hood die Elektrifizierung bei Ford in Europa zu verantworten. Er wird die Entwicklung von Strategien und neuen Geschäftsmodellen und natürlich auch Pläne für elektrifizierte Fahrzeuge und Dienstleistungen hier in Europa vorantreiben. Aktuell ist es ja so, dass bei Ford so gut wie gar kein Elektroauto mehr in der Pipeline ist. Der Ford Focus Electric, der quasi ein Umbau des Verbrennermodells war, ist ja aus dem Sortiment verschwunden. Und erst im Jahr 2020 soll ein voll elektrisches SUV auf den Markt kommen. Aber vorher kommen auch schon einige Plug-in-Hybride auf den Markt. Also hier scheint Ford jetzt auch in Sachen Elektromobilität voranzugehen. Bei BMW ist ja das Problem, dass sie vielleicht ein bisschen zu früh waren, dann ihre Mitarbeiter verloren haben zum Thema Elektromobilität und jetzt im Prinzip gefangen sind in ihrer sehr überschaubaren Produktpalette, nämlich beim i3. Um dort auszubrechen, bietet BMW die Komponenten, die im i3 verwendet werden, also Batteriezellen und auch Antriebe für andere Fahrzeuge, Fahrzeugkonzepte an. Also man findet ihn zum Beispiel auch in Booten oder jetzt eben halt neu auch in einem Bus. Und zwar dieser Citybus hat Platz für 26 Passagiere und soll dann nachher mit einer Kombination aus zwei Hochvoltspeichern, die eben aus den Batteriezellen von i3 gebaut werden, 88 Kilowattstunden haben und somit eine Reichweite von 210 Kilometer. Auch ein interessantes Konzept, wo sozusagen der i3 weiterlebt oder andere Komponenten von ihm eingebaut werden können. Als ich in Herbolzheim war, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt von Marokko, hatte ich mich da über eine Baustelle gewundert. Auf der Hinfahrt war noch nicht zu erkennen, was dort passieren wird. Auf der Rückfahrt stand diese aussagekräftige Bedachung schon und da war mir gleich klar, da wird wohl auch ein Fastnet
Ladestationen entstehen. Aktuell ist jetzt eine in der Nähe von Würzburg entstanden. Ich habe euch mal rausgesucht, wo es jetzt schon überall Fastnet Schnelllader, also HPC oder Ultraschnelllader gibt. Und zwar haben wir jetzt hier drei in Deutschland. Und ich gehe davon aus, dass in Kürze dann hier unten auch in Herbolzheim am Supercharger oder in der Nähe des Superchargers eine Ultraschnellladestation sein wird. Also gute Neuigkeiten für alle, die iPace, e-tron, EQC und Co. natürlich auch den Ioniq oder den Kia Soul EV gekauft haben oder kaufen wollen. Das Schnellladenetz wächst weiter. Wenn ich mit Menschen diskutiere, die sich mit der Elektromobilität noch nicht so befasst haben oder sehr skeptisch sind, dann kommt immer als ein Grund, wir haben gar nicht genug Strom für alle Elektroautos. Insofern fand ich hier den Artikel von Edison, das ist ja so ein Magazin vom Handelsblatt, sehr interessant. Und zwar haben diese ermittelt, wie viel Strom wirklich gebraucht werden würde, wenn nicht nur die PKWs alle elektrisch sind, sondern auch alle anderen Fahrzeuge, also Busse, LKWs, was da noch so kreucht und fleucht. Lest euch den Artikel mal im Detail durch. Hier wird ganz genau hergeleitet, wie viel Strom verbraucht wird, welche Annahmen gemacht werden, welche Studien es gibt. Die Quintessenz ist, und das war für mich auch noch nicht so deutlich, da habe ich auch andere Informationen gehabt, dass Deutschland nicht nur genug Strom für alle, also für die Elektrifizierung aller Fahrzeuge hat, sondern sie sogar aus den regenerativen Energien befeuern kann. Also das heißt, es gibt Strom ohne Ende, viel mehr als eine vollständige Umstellung brauchen würde. Und der Strom, den dann alle Elektrofahrzeuge brauchen würden, der kann auch schon jetzt aus Windkraft, Sonne, Wasser und so weiter betrieben werden. Also ein sehr interessantes Ergebnis. Ich hatte bisher immer die Information, dass der Stromverbrauch so um die 4% steigen soll und dass das aber kein Problem wäre, weil man sich darauf vorbereiten kann. Aber es ist schon so, jetzt ist der Strom schon da, um alles zu elektrifizieren und das aus regenerativ erzeugten Energien. Also eine sehr interessante Erkenntnis. Lest es euch im Detail durch, damit ihr Futter für die Diskussion habt, wenn ihr darauf angesprochen werdet. Oder eben halt den Hintergrund, wenn das für euch bisher ein Punkt war, der für euch ungeklärt war. Ich hatte so im Ticker gesehen, dass VW jetzt ein Elektroauto für unter 20.000 Euro planen soll. Und erst gedacht, ich habe mich verlesen. Aber es ist wirklich so, laut Medienberichten will VW ein Elektroauto zu einem Einstiegspreis von unter 20.000 Euro anbieten. Das ist ein Massenmarktmodell, ist klar. Soll dann nach dem ID kommen, der ja 2020 mit 150.000 Stück seine Produktion hier in Deutschland startet und dann sozusagen den Markt nach unten ergänzen. Und man geht hier von einer Jahresproduktion von 200.000 Stück aus. Also hier ist wirklich viel Bewegung drin. Ich hoffe, dass die Ankündigungen dann auch so umgesetzt werden. Wir werden es dann sehen. Aber wenn hier dann auch noch nach unten das Segment der Elektroautos weiter ausgebaut wird von VW, dann wird sich, denke ich, im Bereich Elektromobilität sehr viel tun. Wir haben es gerade gesehen, den Strom haben wir jetzt schon. Wir haben ihn schon sauber vorliegen. Also es gibt gar keinen Grund, nicht auf Elektroautos umzusteigen. Ich weiß, wenn die Ladeinfrastruktur funktionieren würde, einfach zugänglich wäre und es da keine Probleme geben würde. Aber auch diese Probleme, denke ich, werden wir in den Griff bekommen. Wo wir gerade bei Problemen sind, die klassischen Automobilhersteller schlagen sich ja gerade mit dem Problem rum, dass die Nachrüstung alter Dieselmotoren gefordert werden, dass die Abgasreinigungssysteme dort erneuert werden sollen. BMW bleibt dabei. Sie wollen sich nicht an der Nachrüstung, also den Kosten der Nachrüstung alter Dieselmotoren beteiligen. Sie fordern die Bundesregierung auf, dass eher Geld in die Elektromobilität, also in neue Mobilität investiert wird und man nicht hier alte vorhandene Dinge versucht am Leben zu halten, und dadurch würden eher Arbeitsplätze gefährdet werden, also wenn jetzt hier die Kostenbeteiligung erforderlich ist. Ich finde das ein sehr schwieriger Tanz, der hier stattfindet,
Denn auf der einen Seite gibt es eine klare Verantwortung für die Diesel. Ich habe gerade heute auch noch einen Artikel gelesen, dass eigentlich seit 2001 klar war, dass der Diesel nicht umweltfreundlicher ist als der Benziner. Das konnte man alleine schon an den CO2, also den tatsächlichen CO2-Verbräuchen sehen. Und dementsprechend haben natürlich die Automobilhersteller, denen das bewusst ist, auch eine gewisse Verantwortung zu tragen. Und ich finde es nicht so gut, wenn man dann einfach seine Verantwortung abgibt und hier dann auf was Neues verweist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein Skandal, das habe ich gerade eben auch gelesen hier bei den Interviews. Und es kann nicht sein, dass das Kraftfahrtbundesamt Millionen Halter von Autos mit Verbrennungsmotor anschreibt und sie auffordert oder ihnen empfiehlt, sich neuere Autos zu kaufen, also sprich Steuergelder verwendet werden, damit die Automobilindustrie weitere Autos verkaufen kann. Also da läuft einiges schief. Der Ansatz ist natürlich gut, mehr Geld, mehr Know-how, mehr Fokus auf die Elektromobilität zu legen. Die Begründung der einzelnen Marktteilnehmer oder derjenigen, die es fordern, ist hin und wieder fragwürdig. Eine ganz interessante Aussage vom Daimler Truck Manager habe ich hier bei ecomento.de gelesen, und zwar sagt er, die Elektro-LKWs kommen schneller als erwartet voran. Das heißt, Daimler hatte ja vor, ich glaube, es war 4, 5 Monaten oder sowas, als der Semi, also die Zugmaschine von Tesla, auf den Markt kam, gesagt, so nach dem Motto, das ist nach dem Wissen, was wir haben, gar nicht möglich, dass diese Zugmaschine diese Leistung erbringt, sprich die Reichweite und so weiter. Jetzt scheint es so, dass auch Daimler hier besser vorankommt als geplant. Ich hoffe, dass Ihnen da ein Geistesblitz gekommen ist und Sie die Elektrifizierung der Lkw-Flotte durch einen technischen Entwicklungsschritt dann schneller vorantreiben können. Aktuell ist ja der Fokus auf der sogenannten letzten Meile, wo dann hier, wie auf dem Bild gesehen, LKWs mit einer überschaubaren Reichweite die großen Container an den Kunden ausliefern. Denn man kann ja nicht alles auf Lastenfahrräder packen oder in Sprinterklasse transportieren. Dementsprechend müssen natürlich auch größere LKWs in die Städte. Und wenn die dann rein elektrisch fahren, ist das natürlich für die Luft auch sehr gut. Porsche setzt bei den Elektroautos exklusiv auf Batterietechnik. Ich habe erst die Überschrift gelesen und dann geschmunzelt und gedacht, ja, okay, ich meine, Elektroauto ist ja Batterietechnik, aber ich habe den Wasserstoff vergessen. Und darum geht es nämlich, dass Porsche ganz bewusst sagt, wir beteiligen uns nicht an der Entwicklung von Wasserstoff-Sportwagen, sondern wir gehen rein elektrisch in die Zukunft. Und dieser Part wird im VW-Konzern von VW übernommen, die natürlich auch Wasserstoff als Thema haben, aber Porsche wird rein elektrisch, also nur mit Akkus, die Elektroautos weiterhin betreiben. Einen interessanten Artikel habe ich bei Ecomento noch über die BMW-Strategie zum Thema Akkus, also Batterien, entdeckt. Und zwar ist es ja so, dass die meisten deutschen Autohersteller, oder alle deutschen Autohersteller bisher nicht selber Batteriezellfertigungen betreiben, sondern die Batteriezellen fertig kaufen und dann zusammensetzen. Das hatte ich im letzten Video falsch gesagt, bei Daimler mit der Tochter, die baut also keine Batteriezellen, sondern die macht genau das, was ich gerade erklärt habe, baut die Zellen zu einem Akku zusammen, der dann in entsprechenden Autos verbaut wird. Und so macht das bisher BMW auch. Genauso wie VW setzen sie hier auf mehrere Lieferanten, denn das Problem ist ja, dass es eine Knappheit bei Akkuzellen gibt, dass wenige Hersteller hier den Markt beherrschen, diese Stellung ausnutzen, die Preise gerade nach oben treiben, und BMW versucht das zu verhindern, indem sie mit mehreren Partnern zusammenarbeiten. Zusätzlich sind sie auch noch dabei, Rohstoffe für die Batteriezellfertigung selber einzukaufen, die dann sozusagen dem Lieferanten zur Verfügung zu stellen. Und auf der dritten Seite ist es so, dass sie durchaus in Betracht ziehen, wenn es Sinn macht, später auch selber in die Batteriezellfertigung zu steigen. Denn die Wertschöpfung bei der Batterie ist der größte Posten, Einzelposten. Beim Auto, man redet also von 30% des Wertes,
des Autos, also der Wertschöpfung des Autos, entfällt auf die Batteriezelle. Vor einiger Zeit, darüber hatte ich auch berichtet, ist der Elektrobus von Flixbus gestartet. Jetzt habe ich hier nochmal einen weiteren Artikel gefunden bei Ecomento. Und zwar ist es so, dass sie ja auf der Strecke Mannheim-Frankfurt ein Build Your Dream, also BYD-Bus mit einer Reichweite so von 200 Kilometern einsetzen. Der kann dann in 3 bis 4 Stunden aufgeladen werden und der Fahrplan von diesem Bus ist so getaktet, dass eben halt auch die Ladezeiten mit berücksichtigt werden. Und das Unternehmen erwartet, dass die Wartungskosten deutlich niedriger sind, weil er verschleißärmer ist, der Elektrobus, und dass sie dann hoffentlich einen Kostenvorteil dadurch haben. Ich bin gespannt, wie dieser umfangreiche Test dann ausgeht. Das Gute hier beim Flixbus ist ja, dass sie sozusagen ihre eigene Ladeinfrastruktur aufgebaut haben. Also die Ladesäule sollte immer frei sein und funktionieren. Also diese Probleme haben sie schon mal nicht. Beim Smart, der gehört ja nach wie vor zu den gut verkauften Elektroautos, wird die Produktion gerade steil nach oben gefahren, denn die Nachfrage ist sehr groß. Ich hatte vor einiger Zeit berichtet, dass teilweise Lieferzeiten, also Wartezeiten von 12 Monaten bestehen. Jetzt will man das durch die hochgefahrene Produktion entspannen. Und was die Weiterentwicklung angeht, da hatte ich ja vor kurzem auch darüber berichtet, dass Smart da gerade auf dem Prüfstand steht, dass man jetzt erstmal kein neues Modell entwickelt, sondern es sogar so aussieht, dass Renault sich aus der Zusammenarbeit, wenn der Produktzyklus vom Smart abgelaufen ist, zurückziehen wird. Ich muss nochmal auf mein Lieblingsthema hier bei Smart kommen. Die betonen ja immer wieder, dass die Reichweite von beim neuen Modell soll es um die 160 Kilometer sein. Bei dem alten waren es 145, völlig ausreichend ist. Sie sagen immer wieder, wir haben unsere Kunden befragt und sie haben gesagt, zum Thema Kundenhemmnis, die Reichweite ist kein Hemmnis. Ich sage es euch nochmal, Smart, wenn ihr die Kunden, die ihr gewonnen habt, fragt, ob für sie die Reichweite ein Problem ist und sie deswegen den Smart nicht gekauft haben, dann habt ihr die falschen Leute gefragt. Denn sie sind eure Kunden geworden, also haben sich damit arrangieren können. Ihr müsst die fragen, die ihr alle nicht als Kunden gewinnt, weil die Reichweite zu klein ist, weil ihr keinen richtigen Schnelllader habt und, und. Na, also die Interessenten müssen befragt werden, nicht die Kunden, die ihr gewonnen habt. Es ist immer wichtig zu wissen, wen man fragt. Also den Smart gibt es nur mit dieser überschaubaren Reichweite und ich persönlich kenne einige, die den Smart wieder zurückgegeben und sich andere Autos gekauft haben, zum Beispiel Renault Zoe oder so, weil sie einfach ein Problem mit der Reichweite hatten. Insbesondere im Winter schnurrt die schnell auf zweistellige Werte zusammen und dann sind eben unter 100 Kilometer durchaus ein K.O.-Kriterium, wenn man diese nicht zuverlässig fahren kann. Ja, mit diesem leidenschaftlichen Appell verabschiede ich mich dann heute. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Wenn ihr Kommentare, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr das gerne wieder unter dem Video machen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einen Daumen hoch für das Video gebt, wenn ihr es teilt. Und falls ihr noch nicht meine Abonnenten seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr das Abo auslöst. Das geht ganz einfach. Klickt auf das Elektroauto und Point of Interest. Stellt die Benachrichtigung ein, dann kriegt ihr die Informationen, wenn wieder neue Videos von mir online sind. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann. Euer Dirk Henningsen.